Wir sind in der Premier League bei Newcastle United. Geldregen en masse, ohne Ende Kohle und die wird reinvestiert in Spieler. Und das sehen wir bereits mal hier zu Beginn direkt in der Startelf. Jetzt zuletzt das große Transfergerücht um Alexander Isak. 70 Millionen anscheinend Übereinkunft mit Real Sociedad. Zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht offiziell. Trotzdem ist der Schwede bereits bei uns vorne im Sturm. Und wenn ihr das Video seht, vielleicht auch mittlerweile schon offiziell vorgestellt. Weitere Neuzugänge sind selbstverständlich auch bei uns im Team. Also man hat unter anderem Botman geholt. Target hat man fest verpflichtet. Auf der Bank hat man hier auch, finde ich, eine richtig gute Mannschaft und Pope ist auch frisch verpflichtet. Dubravka muss dafür weichen, der Neuzugang vom Absteiger FC Burnley. Ja, Kieran Trippier letztes Jahr gekommen, Guimarães ganz genauso. Also wir haben auf jeden Fall eine geile Truppe und haben eine Vision, denn es soll noch ein bisschen was passieren. Und im Verbund damit auch noch eine Formationsänderung, denn ich würde gerne mit einem typischen Sechser und einem typischen Zehner spielen und gerne mit Wilson und Isak als Doppelsturm. Dafür aber bedarf es noch einem ein oder anderen Neuzugang. João Pedro, da wurde ja vor kurzem berichtet, der Deal ist fix, dann allerdings irgendwie doch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es neben ihm noch einige andere Gerüchte. Harrison, Kone, ja, Paqueta, Sosa und Thorgan Hazard. Und Paqueta ist wohl mit der realistischste aktuell. Ja, und wir wollen natürlich ein bisschen was machen. Deshalb ist Paqueta unser Wunschtransfer Nummer 1. Guimarães soll dann auf die 6, ebenfalls ehemals natürlich Lyonnais. Und dann haben wir Paqueta auf der 10. Wilson vorne mit Isak. Das wäre doch schon mal Weltklasse für die Kaderbreite. Kann man sich hier gerne noch bedienen. Thorgan Hazard auch nicht ganz so unrealistisch. Ich denke, nichts ist wirklich unrealistisch bei Newcastle. Aber gut, das sind auf jeden Fall alles mal Kandidaten für eine mögliche Neuverpflichtung. Dafür gibt es auch einige Spieler, die den Verein verlassen könnten. Welche das sind, seht ihr im Hintergrund. Hauptsächlich Spieler natürlich, ja, mehr oder weniger Routiniers oder qualitativ nicht auf dem besten Level und auf der anderen Seite vielleicht halt eben auch auf Position unterwegs, wo wir schon unglaublich gut aufgestellt sind. Als jetzt zuallererst, wir simulieren natürlich mal nach vorne Vorbereitungsturnier gegen Bologna, Frankfurt und Köln, warten auf die Scout-Abschlussberichte und wollen dann direkt auf den Transfermarkt zuschlagen. Ab geht's, das erste Mal im Managerbüro als Trainer von Newcastle. Also, ich hab Bock, die Magpies wollen in der Premier League natürlich durchaus für Furore sorgen, das Ganze im positiven Sinn. Ja, nach dem letztjährigen Abstiegsdrama oder Kampf allgemein, wo es natürlich um die unteren Plätze ging, sind sie jetzt dann doch schon mehr oder weniger ganz gut angekommen in der Premier League. Zuletzt ja 3-3 gegen Manchester City. Und natürlich weiß auch hier Lyon, dass wir einiges an Kohle haben und deshalb pokern die und bei 52 Millionen gibt es die Übereinkunft für Lucas Paqueta. Wo wir uns dann eigentlich auch gar nicht allzu lange Zeit lassen wollen, denn wir wollen direkt die Vertragsmodalitäten klären. Schlüsselspieler, 5 Jahre Vertragsdauer und die Freigabesumme lassen wir außen vor. Das ist ja klar. Wir wollen langfristig die Planung vorantreiben und er will sogar weniger Gehalt als zuvor bei Lyon. Das ist natürlich umso besser für uns, auch wenn mich das absolut überrascht. Heißt dann, es gibt jetzt offiziell die Änderung in der Startelf mit Guimarães auf der 6, Paqueta auf der 10. Wilson ist in der Startelf neben Isak und wir haben jetzt eigentlich schon eine überragende Mannschaft. Wenn ich noch was ändern wollen würde, dann einen Innenverteidiger, einen für hinten links und vielleicht einen Ersatz für Almiron. Da Thorgan Hazard ja eventuell, hinten links Borna Sosa und für Cher müsste man sich noch was einfallen lassen. Aber ganz so viel soll ja auch nicht passieren, denn der größte Teil wurde von den Magpies bereits auch jetzt schon in der Realität, ja, richtig erfolgreich abgeschlossen. Dass wir natürlich auch hier bei uns die Planungssicherheit haben für diese zwei Spielzeiten, die wir ja simulieren werden, haben wir alle auslaufenden Spielerverträge ausnahmslos verlängert und auch wirklich alle ohne eine Freigabesumme im Vertrag. Heißt, zwei Spielzeiten mit dem großen Ziel natürlich in allererster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und vielleicht ja auch mal so Richtung einstelligen Tabellenplatz zu schauen, plus in den nationalen Wettbewerben, heißt FA Cup oder Carabao Cup, eventuell auch mal so unter die letzten 8 oder die letzten 4 zu kommen. Ich weiß, ist ein Wunschziel, aber in allererster Linie wollen wir uns etablieren und natürlich auch eine Steigerung von der ersten im Vergleich zur zweiten Spielzeit sehen. Da die Transfers in dieser SDG ja auch nur ansatzweise mal Minimum was mit Transfergerüchten in der Realität zu tun haben sollten, habe ich nochmal bei transfermarkt.de geschaut und habe hier nach Innenverteidiger Ausschau gehalten. Zum einen Ivan Ndika, zum anderen Roger Ibanez. Beide also Kandidaten, die Fabian Scheer auf langfristige Sicht vielleicht spätestens im nächsten Jahr ersetzen könnten. Wie gesagt, das Interesse ist wohl da. Ist zwar nur so um die 30-40% Wechselwahrscheinlichkeit, aber besser als natürlich null. Inwieweit dieser Deal realistisch ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wurde wohl mal wirklich Interesse bekundet beim BVB. Wir überweisen 31 Millionen für den belgischen Nationalspieler Thorgan Hazard, der die Premier League noch nicht so gut kennt. Hat er dort überhaupt schon mal gespielt? Ich weiß es nicht. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall ist da auch laut transfermarkt.de eine knappe 50-prozentige Wechselwahrscheinlichkeit. Er kriegt bei uns auch ein bisschen mehr Geld. Wenn es auch nicht viel ist, will er ein bisschen mehr? Nee, das passt also. Ein bisschen mehr Geld ist für ihn dann ausreichend und damit unterschreibt er jetzt auch hier bei den Magpies und ist Neuzugang Nummer 2 und damit auch vermutlich der letzte in dieser Sommertransferphase. In allererster Linie wollten wir nämlich nur verkaufen. Das ist uns gelungen bei Richie, Darlow, Gillespie, dann haben wir ja auch Fernandes hergegeben, genauso wie Lewis und auch Manquillo, plus Murphy und Clark und ganz, ganz unten auch
auch noch Dammit. Also für die Kaderbreite haben wir da ein bisschen ausmisten müssen. Zwei Neuzugänge, alle in der Startelf. Aber der Saisonstart war alles andere als gut. Guckt euch das mal an. Verloren zum Auftakt gegen die Hammers, dann unentschieden gegen hier einmal Aston Villa 0-0 und auch gegen den FC Southampton. Verloren gegen QPR auch in der ersten Runde vom Carabao Cup. Also es hätte doch durchaus besser laufen können. Aber was jetzt nicht ist, kann hoffentlich im nächsten Jahr spätestens werden, wo wir dann noch entweder einen neuen Innenverteidiger wollen mit einem Dika oder Ibanez und vielleicht auch noch Borna Sosa. Aber viel mehr soll nicht passieren, denn im Endeffekt gibt es schon einen riesengroßen Umbruch jetzt die letzten paar Jahre bei den Magpies und den wollen wir eigentlich mal nur perfektionieren und ich hoffe, das gelingt uns. Am 1. Januar können wir da direkt erstmal ein Fazit ziehen, was die Hinrunde betrifft. Es ist ein Tohuwabohu, ein Jahr rauf und runter, Achterbahnfahrt der Gefühle, wo man hier 3 Siege in Folge feiern kann, gibt es dann 4 Niederlagen in Serie. Also ja, es ist nicht unbedingt so gut, souverän ist was anderes, aber trotzdem haben wir 25 Zähler nach 20 Spielen, mit dem Abstieg nichts zu tun und ich glaube, das ist primär mal in der ersten Spielzeit für uns das Wichtigste. Am Ende schauen wir dann natürlich auf die Statistik. Europa muss nicht sein, will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich will einfach nur mit dieser Truppe oben mitspielen und das gelingt uns hoffentlich dann auch, wenn man vielleicht zur zweiten Spielzeit die 80 plus im Kollektiv hat. Wir sind auf dem besten Weg, denn der einzige Spieler, der diese noch nicht erreicht hat, ist Fabian Scheer. Vielleicht aber, denke ich mir auch, gehen wir jetzt rein, machen jetzt die Kaderplanung einfach schon mal perfekt und können im nächsten Jahr einfach nur noch so für die Breite, wenn überhaupt, was einkaufen. Denn so kann sich die Mannschaft jetzt in der Rückrunde einspielen und nächstes Jahr hoffentlich richtig angreifen. Und genau diesen Plan verfolgen wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen intensiver. Even Ndika hat 33 Millionen und für Frankfurt ist das in Ordnung. Das ist ja ein Schnäppchen. Der Deal ist fix, Ndika kommt, 80er Rating, was wir jetzt dann auch offiziell im Kollektiv haben. Der Franzose natürlich Teil unserer Startelf neben Botman, der also ja aus Frankreich kommt, hat ja dabei Lille gespielt, niederländischer Nationalspieler. Heißt, wir wechseln jetzt erstmal. Scheer geht raus, Ndika ist da, dann haben wir 2 Linksfüßer hier in der Innenverteidigung. Botman aber 5 Sterne, schwacher Fuß, geht nach rechts und wir haben die 80 plus im Kollektiv und eine starke Mannschaft, die jetzt auch taktisch gesehen ein bisschen anders fungieren soll, denn ich will ziemlich hoch stehen, will Druck nach Fehlern spielen, im Aufbauspiel das ganze Thema ziemlich schnell und dann die Spitze anlaufen und das soll uns doch hoffentlich jetzt in der Rückrunde gelingen, die wir jetzt einfach mal experimentell für die dann hoffentlich richtig erfolgreiche zweite Spielzeit dann auf jeden Fall mal angehen. Ja, hoffen wir das Beste. Geile Mannschaft, ich glaube, hier ist durchaus Potenzial vorhanden. Ja moin, wir sind einfach am letzten Spieltag entlassen worden. Ein Tag danach, das Spiel haben wir noch gewonnen und dann schmeißt uns der Vorstand raus. Heißt, ich darf nochmal komplett zurück und die Rückrunde nochmal komplett simulieren. Diesmal hat's gereicht. Im letzten Monat gewonnen, unentschieden, verloren, es war alles mit dabei. Das Manager-Rating ist auf einer 52 und wir auf Platz 7. Das könnte mit ein bisschen Glück tatsächlich nächstes Jahr europäischer Wettbewerb bedeuten und damit dann doch eine überragende erste Spielzeit, zumindest in der Premier League. Mal völlig außen vor, was natürlich in den Pokalen war. Da müssen wir uns nächstes Jahr verbessern, wollen wir auch. Hier war ja, glaube ich, Runde 1 die Einstiegsrunde und da haben wir direkt mal gewonnen gegen Northampton. Ich wollte schon sagen, eigentlich verloren. Das war dann aber der Fall gegen United mit 0-3. Und im Carabao Cup, habt ihr das ja selber mitbekommen, da hatten wir in der ersten Runde direkt eine Niederlage. Unsere Gegner, QPR dann für uns in der offiziell zweiten. Ja, heißt, wir wollen jetzt Gas geben. Viel wird nicht passieren. Für die Kaderbreite werden wir noch ein bisschen einkaufen. Aber ansonsten ist es eine richtig geile Mannschaft, wo jetzt für euch auch nochmal die Statistik eingeblendet wird. 15-0 bei Pope. Dann haben wir hier die ersten ein paar direkten Torbeteiligungen, dann Guimaraes, der ein bisschen raussticht, zwar maximal 7-mal direkt Torbeteiligung. Ja, aber keiner, der ist so wirklich überzeugt. 15 Tore Wilson, 13 und 5 Vorlagen bei Isak, aber es war unterm Strich noch ein bisschen zu wenig. Aber es ist halt eben auch die Premier League. Aber gut, das erste Jahr ist da zum Lernen. Platz 7 ist top, die Wettbewerbe FA Cup, Carabao Cup müssen nächstes Jahr besser werden und vielleicht kommt ja auch die Conference League mit dazu. In der neuen Saison angekommen gibt es einen Hattrick auf dem Transfermarkt, der Dreierpack. Borna Sosa wechselt für 23,3 Millionen von Lyon zu uns, Roger Ibanez für 30,9 von der Roma und wir haben hier Jack Harrison Liga-intern von Leeds United, 25,4. Das sind unsere Neuzugänge in Sachen Verkäufen, wird nicht viel passieren. Ich hoffe jetzt einfach, dass das Manager-Rating schnellstmöglich wieder nach oben geht und dann werden wir natürlich unsere Spiele jetzt mit hier auf die Bank packen, denn Borna Sosa ist natürlich dann auch einer als Backup geplant und Ibanez wird dann hier auch natürlich Scheer ersetzen und dann haben wir wirklich eine richtig geile Startelf oder sagen wir so, wir haben eine richtig geile Bank und eine noch bessere Startelf und damit kann man wirklich arbeiten. Dubravka wollte den Verein letztes Jahr verlassen, genauso auch noch Duck.
Da habe ich bei beiden den Vertrag aufgelöst, denn ansonsten wäre unser Vertrag aufgelöst worden. Das wollen wir natürlich auch nicht. Diese Truppe spielt vielleicht international. Die Conference League wartet. Wir haben jetzt hier Gewissheit. Der KAA-Gent, dann haben wir Craiova aus Rumänien und zu guter Letzt noch Rapid Wien. Also eine absolut machbare Gruppe. Manager-Rating wieder einigermaßen stabil. Der Saisonstart war das nicht unbedingt. Wir haben hier 3 Spiele, haben nur 3 Punkte gegen City und Leicester verloren. Aber Platz 7 aus dem Vorjahr ist ja schon mal gut. Also wir machen den Haken hinter die Premier League. Jetzt heißt es Carabao Cup, FA Cup und natürlich die Conference League. Da müssen wir jetzt Minimum in einem Wettbewerb einen richtig geilen Erfolg feiern. Und Erfolg wäre für Newcastle auch schon der Einzug in ein Halbfinale oder halt eben in ein Finale. Man muss es nicht mal zwingend gewinnen, wobei wenn wir drin sind, wollen wir das natürlich auch für uns entscheiden. Hier sind wir dann angekommen am 1. Januar und wir sehen, Aston Villa wartet im einen Pokal und Rotherham wartet tatsächlich im anderen. Jetzt gehen wir die ganzen Wettbewerbe kurz mal durch. In der Liga, ja, 28 Zähler, sogar 3 mehr als noch im letzten Jahr. Im FA Cup wartet hier jetzt Rotherham. Einstiegsrunde für uns. Im Carabao Cup stehen wir tatsächlich im Halbfinale gegen Aston Villa, nachdem wir davor gegen United gewonnen haben, auch gewonnen hier gegen Watford. Dann gab es einen Sieg in der Einstiegsrunde gegen Sunderland, oder gab es vorher schon eine Runde für uns? Nee, das war dann die Einstiegsrunde. Conference League sind wir hoffentlich durch. In der Vorrunde ist nichts von uns zu sehen. Jawohl, 6 Spiele, 6 Siege, völlig souverän durch. Heißt auch da, wartet die K.O.-Phase auf uns oder zumindest mal jetzt eine richtig geile Zeit. Ich bin gehypt, das ist unsere Mannschaft und am Ende der Saison gibt es die komplette Auflösung. In der dann doch verhältnismäßig deutlich kürzeren zweiten Spielzeit als noch die erste. Aber wir haben noch 3 Wettbewerbe, inklusive der Premier League sogar 4, in denen wir was reißen können. Es geht um einiges. Nach einem 5:2 in der Gesamtwertung gegen Aston Villa wartet im Wembley Manchester City auf uns. Botman und Target haben beide wohl irgendwelche Probleme, keine Ahnung, woran das liegt. Wir gehen aber rein und haben die Möglichkeit, tatsächlich den AFL Cup, aka Carabao Cup, für uns zu entscheiden. Ich denke aber, City ist die deutlich bessere Mannschaft und deutlich ist es zwar nicht, aber trotzdem holt sie den Pokal. Sterling mit der Führung, Saint-Maximin, De Bruyne, Sterling, Paqueta. Und das, obwohl Sterling eigentlich ja nicht mehr bei den Citizens ist. Aber ihr wisst ja Bescheid, in solchen Umbruch-SDG passe ich jeweils dann immer wieder die Kader komplett auf Anfang, dann Updates herunterladen und dann nur bei der Mannschaft, die gepackt wird, werden die ganzen Transfers über die Bühne gebracht. Im FA Cup stehen wir auch im Halbfinale, da treffen wir jetzt erneut auf City. Ob uns die Revanche gelingt und wir in einem Finale stehen, seht ihr jetzt dann später. Auch die Conference League ist noch immer mitten im Gange parallel. Wir sind am Juni angekommen und leider gibt es keinen weiteren Titelgewinn, aber es ist Platz 4, ganz knapp vor den Spurs und den Toffees und auch Chelsea, denn alle 3 gerade aufgezählten haben 70 Punkte und ihr seht, wie eng das ist. Ein Punkt mehr, dann wäre es die Champions League, so wäre es die Europa oder Conference League. Also für uns ist es eine deutliche Steigerung nochmal in der Liga. Im FA Cup war dann leider Endstation hier nach einem 3-1 bei Manchester City. Im Carabao Cup habt ihr ja auch gesehen, 2-3 gegen Manchester City. Wir gucken noch ganz kurz die anderen Wettbewerbe durch. Paris schlägt hier Real in der Champions League. In der Europa League gewinnt Chelsea gegen AC Mailand und in der Conference League gewinnt Villarreal gegen Nizza, nachdem wir dann hier gegen das gelbe U-Boot ausgeschieden sind. Noch bei Villarreal 1-0 gewonnen und dann zu Hause 1-4 auf die Mütze bekommen. Ja, ist natürlich nicht wie erwartet gelaufen. Auch hier trotzdem haben wir eine unglaubliche Entwicklung hingenommen. Sosa hat ein paar direkte Torbeteiligungen, also der beinahe sogar mehr als Target, hat sogar mehr und auch öfter gespielt. Also da hat man dann doch auf die Jugend gesetzt. Saint-Maximin 18 Tore, 19 vorgelegt, 18-12 bei Paqueta, auch das kann sich sehen lassen. 22-9 Isak, 25-1 bei Wilson. 12 Tore hat er hier in der Premier League, 10 in der Conference League, 16 Buden Isak in der Premier League, 5 dagegen nur in der Conference League. Aber es ist eine geile Mannschaft, die sich so unfassbar gut entwickelt hat und die sich wirklich sehen lassen kann. Und ich würde auch sagen, im Umkehrschluss völlig verdient die Champions League klar gemacht hat. Es war zwar nach hinten mega eng, aber auch nach vorne trennen uns nur 7 Zähler von Manchester City. Auch das ist wirklich Wahnsinn. Soweit zu diesem Thema. Wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.